herzlich willkommen zum Fotografie-Sonntag. Freut mich, dass ihr wieder so zahlreich dabei seid. Ja, heute sende ich live aus Berlin. Ich bin da in einem schönen Hotel. Und zum Einstieg möchte ich euch einmal zeigen, wie es mir die letzten 7 Tage in Norddeutschland ergangen ist. Und da gebe ich euch jetzt gleich einmal meinen Bildschirm frei. Okay, ja, meine berufliche Reise Hamburg und Umgebung. Ich bin ja seit einer Woche in Deutschland unterwegs. Aber bevor wir jetzt mit den Bildern starten, noch eingangs, ich habe mir vor ein paar Monaten eine neue Kamera angeschafft. Das ist die Canon R5. War für mich ein massiver Systemwechsel, weil bis vor kurzem habe ich mit Spiegelreflexkamera fotografiert. Also die letzte Kamera war die Canon, die 5D Mark IV. Und die konnte ich blind bedienen im Finstern und habe die so richtig in der Hand gehabt. Die R5 ist eine Systemkamera, hat natürlich sehr viele neue Funktionen und dadurch, dass ich noch nicht ganz so geübt bin mit der Kamera, habe ich sie eigentlich nur immer so in meiner Freizeitfotografie verwendet, aber ich habe mich noch nie wirklich ernsthaft über einen beruflichen Auftrag drüber getraut. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt hast du die Kamera schon so lange, jetzt ist es aus, du nimmst sie jetzt mit und fotografierst ausschließlich mit dieser Kamera. Also das waren einmal meine fotografischen Eingangsbedingungen. Ja, letzte Woche habe ich euch schon erzählt, also ich bin in Salzburg gestartet, habe dann am Chiemsee einen kurzen Stopp gemacht und dann ging es weiter nach Frankfurt und nach Köln. Und am Chiemsee habe ich die fliegenden Möwen fotografiert und meine neue Kamera, die R5, die habe ich jetzt gar nicht auf diesen Augenautofokus eingestellt, sondern ganz normal nur auf den Servo-Modus, das ist also dieser Sportmodus. Und die Kamera hat das Motiv erkannt. Also da sind so viel, da ist so viel künstliche Intelligenz softwaretechnisch hinterlegt, dass die Kamera dieses Motiv erkannt hat und ihr braucht es nur mal schauen. Da, messerscharf. Und ich habe das mit Blende 2 fotografiert. Da, noch einmal. Also ich habe da eine Serie gemacht, diese Möwe ist auf mich zugeflogen und jedes Bild war messerscharf. Und das hätte ich mit meiner alten Kamera nicht gekonnt. Also das heißt, da wären sicher ein paar Bilder dabei gewesen, die wären vielleicht nicht ganz so messerscharf gewesen oder vielleicht sogar ein Ausschussbild. Jetzt schaut es nur mal, die Möwe ist da wirklich Vollgas auf mich zugeflogen und die Kamera hat das super geschafft. Ja, zu meinen Einstellungen, also das habe ich in Blende 2 fotografiert, also da kann man leicht ein paar unscharfe Bilder produzieren, natürlich auch 8000 Sekunde, dass halt der Flügelschlag messerscharf ist. Die Bewegung eingefroren und der absolute Beweis, dass das ganze Ergebnis jetzt nur an der Kamera liegt, ist, ich habe für diese Fotoserie ein 10 Jahre altes Objektiv verwendet. Also ihr seht, also neue Technologie, neue messerscharfe Fotos. Was natürlich auch noch dazu kommt, ist, also wenn man das jetzt da so vergrößert, meine Canon, die alte Kamera, die 5D Mark IV, hat einen Sensor mit einer Auflösung von 30 Megapixel und die neue, die hat jetzt eine Auflösung von 45 Megapixel und das macht halt die Bilder auch noch viel knackiger und schärfer. Okay, ja, letzte Woche habt ihr es eh schon gesehen, ihr habt da zu Sonnenaufgang im Bankenviertel von Frankfurt fotografiert. Wer das letztes Mal verpasst hat, diese Live-Sendung, ihr könnt das gerne dann die Aufzeichnung auf meinem YouTube-Kanal euch anschauen. Ja, dann ging es weiter zu meiner Schwester nach Köln zu einem Brunch und die hat mich da schon erwartet und ihr seht eh, sie hat da natürlich groß aufgetischt. Warum lebt meine Schwester jetzt und ihr Mann temporär, also nicht permanent, sondern nur zeitweise in Köln? Ja, weil ihr Sohn, der ist jetzt 16 Jahre alt, der ist jetzt seit einem Jahr, spielt da für den FC Köln und ist dort in der Akademie. Und deswegen haben sie die Eltern halt dort eine Wohnung gesucht und verbringen jetzt auch sehr viel Zeit in Köln. Und das ist ja in Zeiten von Homeoffice ja relativ
Einfach, ja, und ich bin sehr stolz auf meinen Neffen, weil das wird, glaube ich, mal ein sehr guter Fußballer. Ja, und dann sind wir halt da in Köln herumgezogen, da am Rhein direkt war da so eine Ausstellung mit Autos von den 50er, 60er und 70er Jahren. Und natürlich interessiere ich mich immer für die lokale Bierkultur und da startet man natürlich dann am frühen Nachmittag, so wie alle Deutschen, mit dem ersten Kölsch. Ja, und am nächsten Tag ging es dann weiter Richtung Hamburg und je näher man halt Hamburg kommt, umso flacher wird die Gegend und die Autobahnen endlos lang. Das ist wie so in Amerika, also man sieht da wirklich bis zum Horizont. Ja, in Hamburg angekommen. Das Schöne an diesen 6 Tagen jetzt, wo ich auftragsmäßig da in Hamburg war, ich habe nicht nur direkt in der Stadt Hamburg fotografiert, sondern meine Kunden waren dann auch deutlich außerhalb von Hamburg, wie zum Beispiel da in Bremerhaven an der Nordsee, in Kiel an der Ostsee oder Lübeck oder sogar dann in Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Also das ist schon da das ehemalige DDR-Gebiet und das Lübeck, Kiel und Bremerhaven, das ist das Bundesland Schleswig-Holstein. Ja, landschaftlich hat es mir irrsinnig gut gefallen und jetzt mit dieser Präsentation möchte ich jetzt nicht eine klassische Diashow zeigen, sondern ich habe halt einfach versucht, das zu fotografieren, wo ich sage, ah, da fällt mir was auf im Vergleich zu Österreich. Ja, in Hamburg am Montag angekommen, war 2 Stunden früher dort, weil so lange Anreise, das plane ich immer da sehr sorgfältig und habe mir gedacht, jetzt nutze ich noch diese 2 Stunden, bevor der erste Kundenauftrag startet und bin dann da in den Wollerspark gegangen. Und das Interessante an dem Park, das ist der Eingang. In diesem Park habe ich dann gleich mal einen ganz freundlichen Hamburger getroffen, der hat dort mit seiner Angelrute das Fliegenfischen, also diese Bewegungen geübt. Er sagt, er macht es jeden Tag so eine halbe Stunde. Das ist für ihn gleichzeitig wie Yoga. Und der hat mir gleich mal irrsinnig viel über diesen Park erzählt. Nämlich, in diesem Park sind noch alte Grabstätten, weil das war mal ein ehemaliger Friedhof und zwischen den Büschen findet man halt dann noch diese alten Grabsteine. Also da, die sind alle so vor 250, 200 Jahren verstorben, die Menschen, die dort vergraben sind oder bestattet sind. Und zwischen den Spielanlagen sind halt noch da diese alten Grabsteine zu sehen und manche sind auch schon umgefallen, aber man findet sie noch da in den Wiesen. Und wenn man dann so zwischen den Büschen hineinsucht, findet man da auch noch ein paar Gräber. Und wenn man dann so Hamburg, also an der Autobahn hineinkommt, dann fährt man ja gleich mal durch diese riesengroßen Hafenanlagen durch. Und da habe ich gleich mal die Idee gehabt, dass ich mir gesagt habe, ja, und wenn der erste Auftrag fertig ist, am Abend nach dem Abendessen ziehe ich dann in den Hafen und versuche mal so in der Nacht da diese Industrieanlagen zu fotografieren. Naja, diese Hafenanlagen sind riesengroß und bei einem Kunden an der Wand habe ich dieses Bild gesehen und genau das war meine Bildidee. Sowas würde ich gerne umsetzen. Ja, und ich bin dann da in dieser Hafenanlage herumgezogen. Das waren also alles noch öffentliche Straßen. Da bin ich extra auf mein Autodach geklettert und habe dann dieses Bild gemacht und ihr seht eh, also vom Motiv her, da bin ich weit davon entfernt, dass man da irgendwie was erkennt und sagt, wow, das ist jetzt ein cooles Foto. Ich hätte natürlich da jetzt über diese Wiese, dann über diese Gleisanlagen drüber gehen können und dann auf so einen Waggon hinaufklettern. Das wäre natürlich möglich gewesen, wäre aber illegal gewesen, weil also ich hätte dann da diese Hafenanlage betreten und das wollte ich halt nicht, weil wenn man dann mein Bild sieht, das ich veröffentliche, dann sagt jeder, naja, der das kennt, naja, das ist jetzt aber nicht auf legalem Weg entstanden. Naja, dann habe ich halt weitergesucht, da war es schon nach Mitternacht und über diese Hafenanlage gibt es eine riesengroße Brücke, also die hat da eine Spannweite und eine Höhe von 30 Metern. Und dann habe ich gedacht, dort oben auf der Brücke, da mit einem Teleobjektiv, da kann ich dann super diese Fotos machen von diesen Industrieanlagen bei Nacht und diesen riesigen Containerschiffen. Also wenn man da in der Nähe ist, sieht man erst, wie
groß die sind. Also ich habe da im Internet extra recherchiert, die haben eine Länge von 300 Meter und das Beladen und Entladen, das dauert mehrere Tage, obwohl da 24 Stunden durchgearbeitet wird. Ja, und dann bin ich halt da auf diese Brücke gefahren. Ja, das erste Problem war gleich mal, man durfte diese lange Brücke zu Fuß nicht betreten, weil das war meine erste Idee, weil da hätte man gehen können. Nein, verboten. Und mit dem Auto kann man da auch nirgends parken. Jetzt habe ich heute halt mal so ein paar Testfotos gemacht von der Windschutzscheibe aus dem fahrenden Auto. Also bitte, war verkehrstechnisch auch nicht gerade die beste Idee. Ja, und da kann man halt auch nur Detail, also ich kann schon die Hafenanlage fotografieren, aber habe immer die Straßen und die Geländer da im Vordergrund, da vorne stehen mit einem Teleobjektiv, das wäre der helle Wahnsinn gewesen, und am Stativ, naja, war nicht möglich auf diese Brücke. Also ich hätte müssen einmal irgendwie bei den Behörden fragen, ob ich dann doch diese Brücke irgendwann mit einer Warnweste und einer Stirnlampe begehen darf. Ja, hat auch nicht geklappt. Und zusammengefasst aus dem Ganzen, ich bin da voll gescheitert, bin da bis 1 Uhr in der Nacht herumgegeistert und konnte kein wirklich schönes Foto machen. Zusammengefasst sage ich, gescheitert, aber nicht fototechnisch, sondern einfach organisatorisch, weil ich einfach nicht diese Punkte in dieser Nacht gefunden habe, wo man sagt, man könnte da trotzdem auf legalem Weg schöne Industriebilder machen. Naja, nächsten Morgen zeitig aufgestanden, vor dem Kundenauftrag. Man sieht da überall wunderschöne Häuser, also die werden alle da mit diesen kleinen Ziegelsteinen gebaut und irrsinnig liebevoll die Gartenanlagen, und das sind alles so liebevolle Häuschen, auch im moderneren Stil, also das hat mir irrsinnig gut gefallen. Solche Häuser sieht man in Österreich nicht. Und was auch man doch sieht, ist, die werden teilweise auch noch mit Stroh gedeckt. Und zuerst war die Meinung, naja, das wird halt schon ein relativ altes Haus sein und da sind halt dann neue Fenster halt hineingemacht worden, nachträglich. Ja, also ihr seht eh da, das vermoost dann dieses Stroh, und das ist aber eine wundervolle handwerkliche Arbeit. Ja, aber es werden auch neue Häuser noch dort in dieser Region mit Stroh gedeckt. Also da habe ich dann eine Baustelle gefunden, habe den Polier gefragt, ob ich da diese Fotos auch von der Nähe machen kann. Er hat gesagt, ja, kein Problem. Und wunderschöne, also ihr seht eh da, die Grundmauern, das war mal eine alte Schule, die sind erneuert worden und restauriert worden, und dann hat man halt dieses Gebäude neu gedeckt mit Stroh, und ihr seht eh, was das für eine handwerkliche, saubere Arbeit ist. Und ich glaube, dass dieses Stroh irrsinnig gut das Gebäude gegen Wärme, also wärmetechnisch isoliert. Ja, und dann ging es natürlich weiter, und dann habe ich diesen Parkplatz gefunden. Also bei Sturmflut Überflutungsgefahr. Also da sollte man dann sein Auto eher nicht parken. Und das war dann nicht mehr in Hamburg, sondern in Bremerhaven. Und Bremerhaven, das liegt direkt an der Nordsee, und da ist halt diese ganze Hafenanlage hermetisch mit Toren abgeschottet. Also das heißt, da kann man durchfahren und dann sein Auto parken in der Hafenanlage. Aber wenn dann Sturmflut herrscht, und im Winter sind ja in der Nordsee diese Orkane ja bekannt, dass da dann meterhohe Wellen entstehen, und wenn dann der Wind auflandig ist, also zum Aufland ist, dann treibt es halt da diese Flut hinein, dass der ganze Hafen da überschwemmt wird, und dann werden halt diese Tore geschlossen, damit halt die Stadt halt nicht überschwemmt wird durch diese Sturmflut. Ja, und da war es halt auch schon am Abend, und ich bin dann da halt in dieser Hafenanlage herumgewandert, und dann ist ein Fischer mit seinem Boot hereingekommen, und ich habe dann nur so lange gewartet, bis er halt dann so weit fort und näher kommt, dass er genau da zwischen diesen zwei Leuchttürmen ist, und dann habe ich halt einfach abgedruckt, und ihr seht eh, da im Hintergrund war die Wolkenstimmung auch ganz interessant, und das Bild hat mir sehr gut gefallen. Ja, und man findet dann auch das El Arab Hotel, aber das steht ja in Dubai und ist das teuerste Hotel der Welt. Also da kostet ein Zimmer mehrere tausend Euro,
Und ich habe dann einfach nur recherchiert und wollte nur mal herausfinden, dieses Hotel ist in Bremerhaven direkt an der Küste und ist das Atlantic Hotel Sail City. Und dann habe ich halt noch im Internet recherchiert, welches Gebäude zuerst gebaut wird. Und das El Arab wurde in Dubai Anfang der 90er Jahre gebaut und dieses Hotel erst Anfang der 20er, der 2000er Jahre. Also das heißt, der Architekt von diesem Hotel hat sich sicher da von dem Hotel in Dubai inspirieren lassen. Ja, und wenn man da dann auf die Vis-à-vis-Seite, da hat sich dann das Wetter wieder verschlechtert. Und das ist jetzt noch nicht die Nordsee, sondern das ist jetzt nur der lokale Fluss, der da in die Nordsee mündet. Und ihr seht eh, da auf der Vis-à-vis-Seite hat es schon geregnet. Und aber weiter, noch weiter im Norden hat noch ein bisschen die Sonne durchgeluckt. Und da hat er diese spannende Stimmung. Also das heißt, da der Regen, dahinter noch ein Licht und im Vordergrund halt so ganz massiv. Also kurze Zeit später hat es dann auch da in Bremerhaven geregnet. Ja, und in Mecklenburg-Vorpommern, das ist schon ziemlich ländlich die Gegend, da findet man dann noch wunderschöne alte Gebäude und das Tolle ist, dass die jetzt alle restauriert werden, weil das sind zu Zeiten der DDR ziemlich verfallen und haben gelitten und das ist das alte Bahnhofsgebäude, das hat privat jemand gekauft und auch ganz wunderschön restauriert und das ist das alte Bahnhofsgebäude von Lübsdorf, also in Mecklenburg-Vorpommern. Das hat mir gut gefallen. Also das ist alles am Land. Ja, und in Deutschland, das ist mir ganz positiv aufgefallen. Also die sind schon irrsinnig weit, was die Solarenergie belangt. Also wenn man da auf der Autobahn fährt, oft ist es hunderte Meter weit, eine ganze Wiese voll mit seinen Solarpanels und 2 Kilometer weiter schon wieder die nächste Solaranlage und 5 Kilometer weiter schon wieder die nächste Solaranlage. Also überall sieht man da, wie sie dann dadurch mit dieser Sonnenenergie schon Strom produzieren. Und in Schleswig-Holstein, da weht auch sehr viel der Wind. Also die Windkraftwerke sind dort auch ganz massiv. Also bei uns im Nordburgenland sind da auch sehr viele Windräder, aber dort ist es auch so, also wenn man da die Autobahn fährt, jetzt von Hamburg nach Berlin, weil ich bin ja heute in Berlin und sende live da aus einem schönen Hotel, da findet man irrsinnig viele Windkraftwerke. Ja, und die Bundesstraßen da in Schleswig-Holstein, das sind auch irrsinnig gepflegt, also immer Alleen, also das hat mir irrsinnig gut gefallen. Und am Abend, wenn dann da noch das Abendrot so durchschimmert, dann sind das ganz tolle Stimmungen. Leider habe ich da wenig Zeit gehabt, dass ich sage, ich bleibe einmal mit dem Auto stehen und mache da halt einmal ein paar Fotos. Ich habe das halt jetzt aus dem Fahren schnell mal mit dem Telefon fotografiert, was halt verkehrstechnisch auch nicht gerade die beste Idee ist, aber es war halt wenig Zeit da. Ja, und das Land dort, das ist alles Sand, also das ist nicht so wie bei uns Erde, sondern die Landwirtschaft ist dort auf Sand und wenn man halt abseits ein bisschen der befestigten Wege geht, dann findet man halt nach ein paar Tagen schon einen kleinen Sandstrand in seinem Auto, weil das bleibt dann immer an den Schuhen kleben und im Auto fällt es dann herunter. Ja, und in diesem Hotel habe ich auch fotografiert und das Gebäude, das ist auch schon 400 Jahre alt und auch noch mit Stroh gedeckt. Also so schaut es in der Früh aus und am Abend hat es so ausgeschaut, das Hotel. Und wer dort einmal sich interessiert, das ist so 30 Kilometer östlich von Hamburg und ist in York, heißt die Ortschaft und heißt Ferienhof Tom Diek. Also das müsst ihr euch wirklich einmal anschauen. Also wenn es dort einmal interessiert seid und in der Gegend seid. Und da östlich von Hamburg, da ist überhaupt keine Industrie mehr, sondern nur mehr Obstplantagen. Also da findet man Apfel- und Birnenplantagen und ich hätte gar nicht gewusst, dass da so viel Landwirtschaft betrieben wird. Dieses Schwemmland, also die Elbe hat ja oft dieses Land da rundherum überschwommen, also wenn Hochwasser war und dann ist halt dieser fruchtbare Schlamm da auf diesen Feldern und deswegen wächst dort halt alles so gut und landwirtschaftlich ist es
sehr ergiebig. Ja, und so schaut es aus. Die Besitzerin ist 81 Jahre alt und hat es auch versucht, mit sehr alten Möbeln einzurichten. Das ist der Empfangsraum. Also ihr seht eh, wie gediegen und ritterlich das auch eingerichtet ist. Da ist ein Kamin. Ja, also unheimlich tolles und alles aus Holz. Also das heißt, der ganze Dachstuhl, das sind alles Holzsäulen und ihr seht eh da die Träger, das sind alles also Baumstämme, die schon 400 Jahre da in diesem Haus verbaut sind. Also unheimlich spannend, wenn man da so in einem Haus wohnen darf. Und es war aber voll. Und die Besitzerin, eine ganz nette Dame, nicht auf den Mund gefallen, also hat einen Witz nach dem anderen geschoben. Manche habe ich ja gar nicht verstanden, das hat es mir dann müssen erklären. Und die hat dann gesagt: Naja, ich krieg da ein Zimmer, das vermietet sie normalerweise nicht, aber wir haben uns halt gut verstanden und dann habe ich dort übernachten dürfen. Ja, und am nächsten Tag, zeitig in der Früh, bin ich dann losgezogen und habe dann aber das, was ich fotografieren wollte, gefunden. Das ist zum Beispiel da eine große Schiffswerk da in der Nähe von Hamburg. Und wie die Geschichte dann weitergeht, also was ich dann alles da noch vor Ort erlebt und fotografiert habe, das zeige ich euch dann nächsten Sonntag wieder. So, und jetzt gehen wir zu euren Bildern. Ich starte mal Jetzt kurz. war's aber so interessant, wenn jetzt schon weitermorgen. Naja, was de, ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass ich da jetzt einen Reisevortrag halte. Und wenn Sie aber interessiert seid, also ich habe da gestern in Hamburg mit dem Wetter irrsinnig viel Glück gehabt und das zeige ich euch dann das nächste Mal. Ein paar Bilder habe ich ja schon veröffentlicht, die findet ihr dann auf meinem Facebook-Blog und Instagram-Blog. Okay, ja, also saubere Bilder. Es ist halt immer bei diesen Dingen, dass man sagt, welches Bildkonzept oder welche Bildidee hat man und man kann da jetzt einfach nicht sagen, okay, gefällt mir oder gefällt mir nicht, sondern man sieht eh, das ist jetzt also ein bisschen teilweise das klassische Modefotografie, nehme ich dieses Bild jetzt wahr und das andere, das ist halt mehr so, das geht schon in Richtung Kunstfotografie. Nämlich auch dann mit diesem Outfit da zum Beispiel. Ja, Das, wie man das jetzt einmal ja macht, also ich habe mir ein paar Gedanken drüber gemacht und sage, ich starten wir gleich mal, oder? das ist eh gut, weil ich muss dem Dominik bis Freitag und der Gendresse die Fotos abliefern, wenn du so willst. Und da spare ich mir gleich ein bisschen Arbeit. Aha, na sehr gut, ja. Aber ich sage eh, also das ist jetzt meine Idee, aber ich sage mal, ihr könnt euch da gerne inspirieren lassen, aber halt, das ist halt, sehr viel ist halt persönlicher Geschmack. Also das Gut. Foto, das der Wald jetzt angesprochen hat, habe ich bewusst etwas heller aufgenommen, weil man gedacht habe, das wird als Schwarz-Weiß oder High-Key besonders schön ausschauen. Ja, also ich In finde mal. einer High-Key-Variante. Und Ja. das Licht war aber auch so. Das Problem bei dem Foto war, und vielleicht hast du da eine Lösung, Ja. dem Model beginnt dann sehr bald beginnen die Augen zu tränen. Bei dem Weil Helllicht. das Licht so hell war. Ja. Ja, also da musst du halt Rücksicht nehmen auf das Model und du darfst sie halt nicht verbrauchen, weil wenn sie mit aller Gewalt die Augen offen lässt, dann wären die Fotos nichts. Wir haben dann auch dort abgebrochen, weil sie hat sehr gelitten darunter. Ja. Ah, das Unter dem macht keinen heißen Sinn. Hell, ja. Ja, okay, gut. Aber das ist normal bei so einem Wetter. Ja. Also das ist jetzt dein Original, das ist jetzt die unterste Ebene. Ich mache jetzt ein neues Smart-Objekt durch Kopie, damit wir mal die RAW-Konvertierung durchführen können. So, schauen wir mal. Vielleicht da mal eine Spur die Lichter runter. Muss nicht sein, aber können wir. Ja, ich schaue nur, wenn ich die Tiefen jetzt eine Spur raufziehe. Ja, kommt auch ein bisschen mehr Licht auf sie. Aber sonst ist das so sauber fotografiert, dass ich sage, ich müsste gar nicht mehr viel mehr machen. Also das heißt, eine Kleinigkeit. Also wenn wir jetzt schauen, das habe ich gerade gemacht. Mehr brauche Das ich da gar nicht. Einzige, Oli, was mir Ja. aufgefallen ist, weil du ja auch die R5 verwendest,
Der Gesichtsautofokus, den du hast, Servoautofokus und Gesichtserkennung, Ja. ist nicht immer ganz sauber. Okay, ist mir noch nicht Erkennt das nicht? aufgefallen. Bitte? Ist mir noch persönlich nicht aufgefallen. Also wenn das vergrößerst, Na, schauen wir kriegst du mal. unterschiedliche Schärfen raus, wenn du jetzt Schauen wir mal. das ist ein bisschen, wird es ein bisschen, siehst du? Ja, wobei, ich sag, wir sind schon auf 200. Ja, Also, da wird es weicher. aber Also. ich habe auch Bilder, wo das 200 gestochen scharf ist. Okay. Ich kann dir dann eins zeigen. Das ist da, wo sie auf Ja, der Treppe aber steht. jetzt muss ich schauen. Also hinten liegt da nicht der Fokus und vorn liegt Er da aber liegt auch auch. nicht. Nein, nein, nein. Es ist so, warum das so auf 200 umso wichtiger Schau wird. nochmal Ich schnell ein habe ein 50er. ziemlich offen, also 50er 50er. Objektiv Ja. mit ziemlicher Offenblende. Also was mir auffällt, jetzt schaue ich noch, ob vielleicht die Schärfe da vorne am Kleid liegt. Na, ist auch so Er liegt weich. auch nicht. Nein, nein, sie Also liegt was schon mir links. auffällt, ist, dass auf den Bildrändern unschärfer wird, das Objektiv. Ja, Siehst du gut, das? das ist einfache 1,4 von Canon. Das ist Okay, jetzt kein verstehe. Bombenobjektiv. Ja. Ja, okay, also das ist der Grund. Also Also die Qualität. das billige 1,4 und Ja. da siehst du dann später ist bei einem 35. Na, warte, ist das 50er? Ja, 50er. Das ist 50er, ja. Also die Qualität eines Objektives kann man auch dadurch sehen, dass man sagt, Schärfe in der Mitte, aber Unschärfe dann auf den Rändern. Dann ist, also das heißt, je teurer und qualitativ hochwertiger ein Objektiv ist, umso scharf zeichnet es auch noch an den Bildrändern. Ja, gut, aber das stört mir jetzt in dem Fall gar nicht, weil das ist jetzt ein Ganzkörperfoto, da brauche ich ja nicht hundertprozentige Schärfe auf den Augen, weil die einzigen, die Bilder vergrößern, sind nur wir Fotografen. Ein Normaler schaut sich das Bild so an und sagt, ja, sauber. Gut, was mir jetzt bei dem Bild, weil jetzt ist das Kleid so monochrom, dann die nähere Umgebung da in dem Theseus-Tempel da in Wien, eher monochrom, und jetzt habe ich hinten plötzlich da diese knalligen Farben von diesem grünen Baum und dem blauen Himmel. Und das lenkt natürlich jetzt irrsinnig von diesem interessanten Motiv ab. Und jetzt ist meine Idee, dass wir sagen, wir stellen den Hintergrund frei und bauen uns einfach einen anderen Hintergrund ein. Und da habe ich schon einen Hintergrund vorbereitet. Ich habe einfach im Internet recherchiert und habe einfach gesagt, Griechenland, Antike, und habe dann da dieses Bild gefunden. Und das ziehen wir mal jetzt hinüber ins andere Projekt. So, ja, mache das Ganze ein bisschen größer. So, und jetzt ist der Hintergrund abgedeckt. Ja, so können wir das gerne mal lassen. Okay, gut. Und jetzt brauche ich natürlich noch einen Freisteller da für den Hintergrund. Und den habe ich schon vorbereitet. Also ich möchte nicht, dass ihr mir da jetzt zuschaut, wie ich da im Hintergrund einen Freisteller baue. Den habe ich mir mit dem Pfadwerkzeug erlegt. Der liegt da. Und wenn ich da jetzt mit der gehaltenen Steuerungstaste einmal draufklicke, wird die Auswahl daraus aus dem Pfad. Und jetzt brauche ich mir da nur mehr am Hintergrund, den muss ich jetzt einmal runterziehen, weil das ist ja der Hintergrund. Und ich muss mir jetzt da nur am Original, also am Model, eine Maske anlegen, und da sofort wird da eine Maske mit dieser Auswahl erstellt. Die ist jetzt natürlich verkehrt herum. Naja, dann muss man es nur invertieren mit Steuerung I, und jetzt habe ich mal dieses Bild im Hintergrund. Ja, jetzt werden wir das Ganze, den Hintergrund, noch ein bisschen platzieren, dass ich sage, das passt da. Ah, das war jetzt die falsche Ebene. Da, so, platzieren wir das Ganze. Ich hätte jetzt gesagt, da haben wir da hinten auch noch eine Säule hinein. Die passt ja jetzt auch noch nicht ganz zu dem Vordergrund. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt noch einmal bearbeiten. Also als erstes würde ich gleich mal eine Farbtonsättigung hernehmen und einmal die Sättigung deutlich reduzieren. Ja, ungefähr so. Und es muss natürlich auch noch heller sein, weil vorne schimmern so diese hellen Säulen, und das mache ich mit der Gradationskurve. Und wenn ich da den Weißpunkt verschiebe, ja, ist mir
zu intensiv. Ich mache es mit den Mitteltönen. Ja, so ungefähr passt es jetzt schon gut dazu. Ist vielleicht ein bisschen zu intensiv. So hätte ich es lassen. Und jetzt müssen wir den Hintergrund noch unschärfer gestalten, weil ihr seht es eh. Wolfgang, das hast du, glaube ich, mit Blende 2 fotografiert. Da habe ich ja schöne Ja, Unschärfe. so weit es aufgegangen ist in dem Fall. Na, zwei, ich glaube sogar noch weniger, kann das sein? Ja, schauen wir schnell mal nach. Schauen wir schnell Na, mal das ist sogar nach. noch weniger. Blende 2 hast du Blende genommen. zwei, gut. Ja, okay. Gut, also das heißt, ich mache mir jetzt nur ein Duplikat vom Hintergrund, weil da kommt ja jetzt dann die, ich beschreibe mir das gleich mal, Hintergrund. Und diesen Hintergrund konvertiere ich jetzt in ein Smart-Objekt, weil ich möchte dann nachher diesen Weichzeichnungsfilter noch extra steuern können. Smart-Objekt ist einfach ein Container, wo dann diese ganzen Filter drinnen liegen. So, jetzt habe ich da ein Smart-Objekt. Das erkennt man, indem da rechts unten so ein Symbol ist im Bild. Gut, und jetzt legen wir den Filter an. Weichzeichnungsfilter, Gaussischer Weichzeichner. So, und jetzt ziehe ich den ein bisschen auf. Schauen wir mal. Das ist schon zu viel. Nehmen wir mal 22, ist auch noch zu viel, 21, na 20, auch noch zu viel, 19, 18, ja, 18 glaube ich, würde jetzt passen, oder machen wir 17, ja, gut, das kann ich nachträglich ja noch immer regeln, weil jetzt habe ich da den Smart-Filter im Container liegen und wenn ich hier nur doppelt anklicke, kann ich sagen, na, machen wir trotzdem 16 draus. Ja, und so wird es jetzt, glaube ich, passen. Okay, gut, also das schaut jetzt schon einigermaßen aus, wie wenn es zu dieser Szene dazu passen würde. Und für meinen Geschmack, Wolfgang, hat das Model und das Outfit noch zu wenig Punch. Also jetzt müsste man das Ganze noch ein bisschen herausarbeiten. Und was man natürlich auch machen soll, ich würde diese zwei Flecken da wegretuschieren. Das machen wir schnell mal. Du hast einen grünen Hintergrund auf der Seite. Ja, aber das lasse ich jetzt einmal. Das mache ich dann nachher. Gut, also da mal schnell mal da die Flecken wegretuschieren. So, das mache ich mit dem Reparaturpinsel. Einmal weg. Sag, hinten würde das nicht schöner ausschauen, wenn hinten nur so ein Himmel wäre, wie du jetzt das gemacht hast? Schon das Ja, halt. also du kannst da gerne experimentieren, Ja. Wolfgang. Also, Wolfgang, wenn du nichts dagegen hast, stelle ich auf YouTube diese fertige PSD-Datei und die kannst du dann hier Ja, damit drehen. nein. Stell die Datei und schick mir diese PSD-Datei, weil dann kann ich es gleich weiterverwenden. Ja, aber ich frage dich nur jetzt, ob es Nein, dann. kein Problem. Du, es schaut so aus. Also gefällt mir gut, ja. Bin Ja. nur vorsichtig. Bin da fast eher beim Walter. Weil die wissen ja, wie wir dort aufgenommen haben. Ne? Ja, naja, Also ich also. bin dann eher bei der Schwarz-Weiß-Konvertierung. Ja, also. Aber mir gefällt das so gut. Das Machen ist wir schnell mal eine Schwarz-Weiß-Konvertierung, dass wir uns das schnell mal anschauen. aber vom Original einmal nur. Also, ich habe ja noch nichts verändert. Nein, das passt ja schon, ne? Ja. Also, ich kann es auch vom Original machen. Also, ich brauche nur da die oberen Ebenen ausschalten. So. Also mir gefällt das sehr gut mit der Säule, also das, was du jetzt gemacht Schwarz-Weiß. Okay. hast. Ja, Ja. siehst du, da ist der Hintergrund etwas zu dunkel. Ja, zum Beispiel. Und das Das. Model hat zu wenig Kontraste. Also wenn es um die Mode geht, geht das jetzt ein bisschen unter da. Ja, aber das kannst du ja dann selber reinziehen, weil. Naja, na also so färbig, das schaut schon so high-key, schaut das schon gut aus. Ja, mit dem. Ja, also ich hätte es jetzt einmal so lassen. Gut, Ja. jetzt als nächstes. Für meinen Geschmack, Wolfgang, hat das Model jetzt zu wenig Punch. Und der Punch verstehe, das, wenn ich mir jetzt nur das Model anschaue, das besteht jetzt nur aus Mitteltönen. Da sind keine Highlights drinnen. Und Okay. die möchte ich gerne hineinmachen. Und das mache ich einfach mit der Tonwertkorrektur und sage aber, Moment, die schiebe ich nur dort. Nein, das muss ich jetzt nicht da runter, das lasse ich da.
So, und zieh die ganz ein bisschen heller. Und jetzt muss ich aber die wieder löschen. Das muss ich nämlich nachher machen, weil ich möchte jetzt, dass das nur aufs Model. Ja. Na, es geht eh nicht. Wir haben es mit einer Maske machen. Das heißt, ich gehe jetzt da nochmal zurück. So. So waren wir. Das war die. Genau, das waren wir. Gut, und jetzt müssen wir das natürlich nur aufs Model anwenden. Und da sage ich, ihre linke Gesichtshälfte kriegt mehr Punch. Machen wir das mit 20% Deckkraft. Ihre linke Gesichtshälfte kriegt mehr Punch. Und dann da, wo diese dezenten Highlights sind, da kriegt sie auch mehr Punch. Also das heißt da und da. Und dann da bei den Beinen, weil das macht die Beine auch schlanker, wenn da so ein Licht ist. So. Glaube, da hat sie keine großen Probleme. Na, hat sie eh nicht. So. Gut. So, schauen wir uns das einmal an. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Punch bei ihr. Und abdecken würdest du nie. Also jetzt hast du nur gedodged, aber burnen würdest du nie jetzt. Ah, könnte man auch noch machen, aber das sage ich, dann sitzt man noch um 21, um 22 Uhr da. Okay, gut. Ja, das wäre die eine Aber Geschichte. eine Frage, würdest du es tun oder nicht? Ja, natürlich. Also wenn das jetzt mein Bild ist und ich sage, das kommt in mein Portfolio und ist für einen Kunden, würde ich schon 2 Stunden Arbeit investieren. Nein, ja, das weiß ich schon, aber jetzt würdest du auf die dunklen Stellen, die jetzt dunkel sind, würdest du burnen. Ja, vollkommen richtig. Das macht das Model einfach plastischer und auch die Kleidung plastischer. Das macht einfach, es ist ein zweidimensionales Bild und es wirkt dann nachher, wenn du wirklich also geburnt und getoucht hast, dass das wirkt einfach. Das, 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 das mache ich noch. Das zahlt sich bei dem Foto aus. Ja, gut. Okay, das war jetzt einmal das eine. Also schaut's noch einmal, das Model hat jetzt gleich mal mehr Punch. Ja, jetzt werden wir die Kleidung noch ein bisschen herausarbeiten und das mache ich mit dem RAW-Filter. Kamera RAW. Und erhöht da jetzt einfach die Klarheit. Ja, das ist natürlich jetzt ganz bombig. Ja, wieder eine schwarze Maske anlegen und jetzt nur das auf das Kleid anwenden. 23% Deckkraft, das passt mal. Oder ich mache sogar 50% Deckkraft und das wenden wir jetzt nur da auf das Kleid an, weil das wird dann einfach knackiger. Weil es geht ja auch um die Mode, weil das ist eine Designerin. So, und schaut her mal, jetzt wird das gleich viel knackiger. Ja, und jetzt steht sie eigentlich schon ziemlich in der Szene, weil zuerst war sie eher sehr zart in der Szene. Schau mal. Und jetzt fällt sie aber schon auf. Also der Hintergrund macht's. Ja, Bin also, ich, und da bin ich schon bei dir. sie fällt auch in der Szene mehr auf. Was mir jetzt gleich mal aus dieser Ansicht auffällt, ist, und das ist natürlich normal, wenn sie sich die Haare nicht entfernt haben, also durch diese Lasergeschichte, dann werden die Achseln sehr dunkel und das müssen wir halt auch noch machen. Weil das ist speziell, wenn man so in Achseln hinein fotografiert. Und die schnellste Variante, das kann man natürlich jetzt sauber dodge and burnen. Ich mache es jetzt Das mit der. könnte ich mit der Frequenztraining auch machen. Ja, also wirklich. Also ich mache es jetzt da mit dem Kopierstempel, nehme jetzt einfach da auf vom Oberarm und stempel das ganz brutal da drüber. Und stempel das da ganz brutal drüber. Das ist natürlich jetzt voll brutal. Das ist jetzt einmal die Vorarbeit. Jetzt gebe ich das in einen Modus mit Aufhellen. Und jetzt reduziere ich einfach da ein bisschen die Deckkraft oder die Fläche. Weil die Fläche, wenn ich die Fläche reduziere, bleibt da eben. Schaut her, und jetzt habe ich diesen dunklen Stellen in der Achsel deutlich entfernt. Also das heißt, man muss sich das Bild immer so anschauen. Ist vielleicht noch immer zu intensiv. Es kann schon ruhig dort ein Schatten sein. Ein bisschen Schatten wäre gut, gell? Kann schon ein bisschen sein dort. Also. Okay, so hätte ich es jetzt gelassen. Natürlich macht man das jetzt auf der anderen Seite auch noch. Jetzt sage ich mal, schaut das schon einigermaßen cool aus.
Und jetzt fällt mir aber was auf. Schaut einmal, das ist nicht ganz jugendfrei, das Bild. Also da schaut was raus. Das müssen wir schon korrigieren. Und zwar mache ich das so mit dem verflüssigen Filter. So, der Filter verflüssigen. Und ich verschiebe jetzt einfach das Glied da eine Spur nach rechts, dass man dann nachher schön diesen Ansatz der Warze abdecken können. Das war's. Ja, jetzt lege ich mir da eine schwarze Maske an und nehme da einen weißen Pinsel. 100% Deckkraft. So. Und Und bauen wir da jetzt das Kleid nur ein bisschen herüber. Ja, passt mir gut, aber ich tue jetzt den Pinsel ein bisschen weicher machen. Das ist jetzt zu weich. Noch einmal einen Schritt zurück. So, eine Spur härter und jetzt passt's. Und jetzt, ah genau, so schaut es da oben auch aus. Und jetzt kann ich da dieses Kleid so ein bisschen drüber laufen lassen. Genau. So. Dann kann ich da diese Falte auch gleich eine Spur weg. Okay. So. Ja, schauen wir mal. Vorher, nachher. Ja, eine Spur können wir. Ja, das sieht man nicht mehr. Also da könnte man vielleicht jetzt auch noch ein bisschen Dodge and Burn vielleicht machen. drüber ein bisschen Ja, genau. und das Aber Kleid auch jetzt ist aus. dieses Bild auch jugendfrei. Ja, so gefällt mir das ganz gut. Und was in der Modeindustrie immer gemacht wird, ist, dass man von den Models ganz dezent die Beine noch verlängert. Und das zeige ich euch auch noch, wie das geht. Also das heißt, ich mache da das Bild nach unten hin eine Spur länger. Machen wir da einfach wieder eine Summenebene und dann treffe ich da die Auswahl und kopiere mir das jetzt auf eine eigene Ebene. Also das ist jetzt nur da dieser Teil, die Hüfte und die Beine. Und wenn man das jetzt nach unten transformiert, dezent, kann man ihr die Beine eine Spur länger machen. Gut, beschneiden wir das Ganze wieder. Na, was ist? Wieso reagierst du nicht? So, jetzt. Dann beschneiden wir es wieder. Ja, und jetzt wäre das Bild für mich fertig. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also das war jetzt das Original. Und das ist jetzt, wo ich sage, mit dem, also das würde ich auch noch wegretuschieren da hinten. Das machen wir auch noch schnell. Das machen wir einfach mit inhaltsbasierten Füllen. Müsste das super funktionieren da hinten. Bearbeiten, Fläche füllen, inhaltsbasiert. Jawohl, weg ist. So, und das finde ich, ist ja ganz eine coole Geschichte. Ja, tolles Bild, tolle Pose, gefällt mir gut. Wolfgang, gratuliere zu diesem schönen Bild. Merci. Ja, also liebe Leute, das war jetzt eh ein sehr langes Beispiel. Ich tue es jetzt gerade noch speichern und ich lade dieses Bild dann auf meinem YouTube-Kanal hoch und da könnt ihr also dann die fertige Photoshop-Datei herunterladen, aber halt nur zum Üben verwenden und nicht, dass man sagt, ich nutze das jetzt für irgendwas anderes, weil das ist ja in Wolfgang sein Foto. Ja. Ja, vor allem Kerzen den für Space Models, ne? Ja, also das stellst du ihnen zur Das Verfügung dann nachher. gehört Ja. ja nicht mir alleine. Ja, also mir gefällt es immer, dass ihr immer sehr hochwertige Bilder einreicht, wo man dann also sehr lukrativ dann mit Photoshop noch diskutieren können vorab, welche Retusche wir anwenden und was wir dann machen. Es ist da immer entscheidend, welche Bildidee man hat und wie man die dann halt dann
umsetzt. Ja, Im Tor. also Das war quasi ich habe immer mit, dass ein hauchdünnes, das ist wie so ein Vorhang, hauchdünn, hat null Gewicht und das können sie dann die Models umlegen, also dann sind sie sozusagen ganz bedeckt. Also auf der einen Seite, wenn sie sagen, sie möchten sie kurz da in so einer Location umziehen, geht das. Und wenn man sagt, Location-Wechsel ist da auch kein Problem, weil das Das finde ich, deckt halt alles das ist ab. eine tolle Idee. Das ist eine tolle Idee. Habe ich immer mit. Also, Eine tolle und Idee. wenn es kalt ist, habe ich immer mit ganz dicke Wolldecken, dass sie sich einhüllen können. Man sagen, Fotograf bereitet vor, Model ist schon fix fertig, hüllt sich ein. Und wenn ich dann sage, so und jetzt passt, dann springt sie raus aus dieser Decke, wir machen die Fotos und kaum sind wir da fertig, springt sie schon wieder rein in die Decke und hüllt sich ein. Also das ist speziell, wenn es da so. Also das andere mit diesem quasi Vorhang, das ist eine gute Idee, ja. Ja, habe ich immer mit. Also da habe ich einen hauchdünnen weißen und dann auch so einen schwarzen. Also da sieht man gar nichts durch und da können sie sich dann auch selbstständig umziehen. Tolle Idee. Ja, ja gut, liebe Leute, dann sende ich euch noch ganz liebe Grüße aus Berlin. Ich werde jetzt noch ein lokales Bier trinken gehen und werde auf euch anstoßen und wir sehen uns dann nächste Woche am Sonntag wieder um 20 Uhr. Reicht's mir bitte wieder Bilder ein und ich setze meine Geschichte fort, damit der Walter dann weiß, wie die Geschichte ausgeht, oder? Genau. Aber die müssen wir dann erzählen. Ich verabschiede mich jetzt einmal für 14 Tage und fahre nach Frankreich. Ja, also Hinweis gleich am Rande, wünsche dir einen schönen Urlaub und du kannst es dann eh auf meinem YouTube-Kanal wieder ansehen. Merci. Ja, also liebe Leute, dann schönen Grüß Sonntag euch noch. auch. Bis Vielen Dank. bald. Ciao. Bis bald.